Ich darf Ihnen jetzt das nächste Panel ankündigen, Europa zwischen Verantwortung und Kleinmut. Wohl sehe ich den Spott, der deinen Mund umschließt. Und ich sehe dein Auge blitzen trotziglich. Und ich sehe den Stolz, der deinen Busen hebt. Und elend bist du doch, elend wie ich. Frau Barysch, Heldenmut, Trotz und auf der anderen Seite Kleinmut, das ist nicht Ihre Sache. Sie sind Volkswirtin, sind bei der Allianz verantwortlich für die politischen Beziehungen, für Trends und für Strategien, waren vorher Volkswirtin und haben verschiedene Regierungen, die Europäische Kommission, beraten und stellen jetzt bitte Ihr Panel selber vor. Bitte schön. Darf ich mein Panel einfach schon mal hier hoch bitten? Es ist ja schöner, wenn wir schon mal alle zusammensitzen. Kommen Sie zu mir. Wir kommen jetzt zum letzten großen Themenblock heute. Europa in der Welt, oder? Da es ja auch um die Flüchtlingspolitik geht, kommt die Welt jetzt nach Europa? Grüß Sie. Hallo. Mit uns diskutieren heute, außer Herrn Özdemir, der ja schon vorgestellt wurde, Naika Furutan, eine der führenden Integrationsforscherinnen dieses Landes, die sich dafür einsetzt, dass die Integrationsdebatte weggeht vom Ob und hingeht zum Wie, weil wir längst ein Migrationsland geworden sind. Norbert Röttgen, einer der führenden Stimmen hier in der außenpolitischen Debatte und nicht nur, weil er Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag ist. Er setzt sich ein für eine realistische, mutige und vorwärtsgewandte deutsche Außenpolitik. Und Volker Westerbarki, er ist Arzt, er ist auch Chef von Ärzte ohne Grenzen. Das ist quasi der deutsche Teil von Médecins Sans Frontières. Das ist eine Organisation, die sich in 70 Ländern ehrenamtlich um notleidende Menschen kümmert. Er ist einer von ihnen. All diese Menschen haben ganz spannende Biografien. Die haben Sie niedergeschrieben in Ihrem Programm. Schauen Sie mal rein. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich wieder mit dabei sein darf. Mein Job ist es hier, dafür zu sorgen, dass nicht zu viel Harmonie auf dem Panel ausbricht. Die Leute, die zu lange reden, zu ermahnen und dann hoffentlich auch bald Sie alle wieder in die Diskussion mit einzubeziehen. Ein kleines Geständnis. Ich war zwar bei den Jamaika-Verhandlungen nicht dabei, ich bin aber auch erkältet. Meine lieben Mitstreiter, wenn mich hier ein Hustenanfall befällt, starren Sie mich nicht mitleidig an, diskutieren Sie einfach in der Zwischenzeit schon mal weiter. Wir bleiben mal zunächst beim Migrationsthema. Frau Furutan, Sie beschäftigen sich ja hauptberuflich damit, wie Integration gelingen kann. Wir haben gerade ein tolles Beispiel gehört von dieser Schule, die Migranten hier das Programmieren beibringt. Es gibt davon sicher viele, aber wir reden von Hunderten von Leuten, wir haben aber Hunderttausende zu integrieren. Gibt es da sowas wie eine Obergrenze, eine Kapazitätsgrenze? Was kann eine Gesellschaft schaffen? Weil diese Antwort müssen wir beantworten, wenn wir dann darüber nachdenken, was wir an Integration, Immigrationspolitik denn aufstellen wollen. Die Frage, was eine Gesellschaft schaffen kann oder nicht, kann man sehr schwer an Zahlen festmachen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Es wurde eben gesagt, Deutschland hat im Jahr 2016 knapp 760.000 Asylanträge angenommen. Wir haben eine Anerkennungsquote von ungefähr 50%, aber wir wissen, die Personen sind zunächst mal hier. Wir haben sehr harsche Debatten darüber geführt, haben aber parallel jetzt erneut die Debatten darum, dass wir einen erhöhten Fachkräftemangel haben und auch jetzt im Moment den Blick darauf richten, ob man die Menschen, die nicht hier sind, auch über bestimmte Ausbildungsprogramme annähern kann an das, was dann Fachkräfte in Zukunft sind. Also wir haben hier diese eine Zahl und haben relativ progressive Debatten, die wir derzeit führen. Wir haben gleichzeitig Polen mit ungefähr 12.500 Asylanträgen im gleichen Zeitraum und der Debatte darum, dass dieses Land eine akute Überfremdung erlebt. Wir haben die Slowakei mit 145 Asylanträgen im gleichen Zeitraum und dem Gefühl von einer Überfremdung durch Muslime. Das heißt, die Zahlen sind in Wahrheit nicht die Debatte so stark beeinflussen, sondern es ist letztlich die Haltung und das Zukunftsgewandte dazu und welche politischen Programme und Konzepte man da entwickeln kann.
Damit kommen wir schon zum nächsten Thema. Wenn Länder, die eine so unterschiedliche Auffassung zur Migration haben, sich dann zusammentun sollen und eine gemeinsame europäische Politik zu dem Thema entwickeln. Herr Röttgen, mir fällt auf, dass in der öffentlichen Debatte heutzutage die europäische Lösung immer weniger beschworen wird. Und jetzt ist ja Estland dahergekommen und hat gesagt, naja, vielleicht lassen wir das mit dem verpflichtenden Verteilungsschlüssel ganz. Ist Europa in der Migrationsfrage bereits gescheitert? Europa ist in dieser Frage nicht einig und wird auch nicht einig werden. Das kann man auch Scheitern nennen. Wir jedenfalls in Deutschland haben ja, seitdem die Flüchtlinge zu uns gekommen sind, also wir haben es noch nicht getan, als die Flüchtlinge in Italien waren, aber seitdem die Flüchtlinge bei uns sind, haben wir dieses Thema als europäische Herausforderung richtigerweise bezeichnet. Die Osteuropäer, die Polen, die Ungarn und andere sind sozusagen noch auf dem Status quo ante, wo Deutschland war, als die Flüchtlinge in Italien waren. Sie sagen, das ist kein Thema für uns. Man kann es auch anders formulieren. Dieses Thema ist überall in den Gesellschaften das machtpolitische Thema Nummer eins. Für die Stabilität von Gesellschaften, für die Frage, gewinne ich Wahlen, verliere ich Wahlen, entsteht Populismus und so weiter. Und das ist die primäre Sichtweise. Und weil das die primäre, ego-orientierte, jeweilige nationale Sichtweise ist und es eine Grundfrage von Stabilität, Erfolg in einer Gesellschaft ist, auch eine machtpolitische Grundfrage, vielleicht die machtpolitische, wird Europa in dieser Frage weder im Innern noch nach außen Einigkeit erzielen. Das ist für den Augenblick und ich glaube für einige Zeit das europapolitische Faktum und darum wird die Forderung und das Beschwören der Einigkeit geringer und das heißt nur, man muss andere Formen, europäische Formen der Bewegung, der Problemlösung finden, was aus meiner Sicht, und ich will es nicht viel länger ausführen, dazu führt, dass an dieser Stelle wie auch an anderen Stellen es, glaube ich, nur Lösungen gibt durch das Vorangehen Einzelner, die nicht in einem antieuropäischen, andere ausschließenden Sinne unternommen werden dürfen. Aber es wird Bewegung nur geben durch das Zusammenwirken von Einzelnen, die eine gleiche Sichtweise, eine gleiche Betroffenheit haben und darum auch gemeinsame Lösungen entwickeln können. Damit würde ich gerne noch mal kurz zu Ihnen zurückkommen, weil Sie das ja quasi so bottom-up beurteilen können, diese Migrationsdebatten, die in Europa derzeit ablaufen. Wir haben ja in anderen Bereichen immer darauf gehofft, dass es quasi eine Europäisierung von gewissen Debatten und Themen gibt. Und sehen Sie sowas oder findet wirklich jede Migrationsdebatte innerhalb der nationalen Grenzen? Gucken die nicht auf Deutschland und sagen, oh, die machen das so und das gefällt uns eigentlich auch ganz gut? Also im Moment findet sie vor allen Dingen innerhalb der nationalen Grenzen statt. Und das, was ich eigentlich daran anschließen könnte, ist die Beobachtung, dass am Ende die Migrationsfrage keine ist, die sich anhand der Migranten entscheidet. Diese Frage entscheidet sich auf Basis der politischen Verfasstheit der Länder. Schauen Sie sich mal an, die Türkei, allein dieses eine Land hat mehr Migranten aufgenommen als die gesamten 28 Länder der Europäischen Union zusammen. Jetzt hat die Türkei gravierende Probleme im Moment, Demokratiedefizite etc. Aber die große Frage in der Türkei ist nicht die Migrationsfrage, obwohl die Zahlen bei weitem höher sind als in jedem anderen Land hier. Iran, Pakistan, Jordanien, Syrien, das sind die Länder, die die meisten Migranten aufnehmen. Diese Länder haben Probleme, aber eben nicht die Migrationsfrage. Deswegen ist die Frage, ab wann stilisiert sich die Migrationsfrage zu einer so dominanten, zu einem Metanarrativ, wenn Sie wollen, dass die gesamte Politik antreibt, Parteien konstituiert, Wahlverhalten dominiert. Und da ist es eben die Frage der eigenen Positionierung zu dem, wo wir in Zukunft hinwollen. Ist das, wo wir hinwollen, ein Land? Und darüber verhandeln wir ja gerade mit offenen Grenzen, eine offene Gesellschaft. Ist es eher ein geschlossenes System? Ist es eines, das Menschen bevorzugt, die schon immer da waren, weil man sie als Einheimische tituliert oder auf andere schaut, die dazukommen und versucht, sie als Teil dieser kollektiven Identität mit einzusehen.
auf dieser Migrationsfrage oder unterhalb dieser Migrationsfrage, wie auch immer Sie das thematisieren wollen, diskutieren wir gerade ganz große Fragen von Gesellschaft, und deswegen ist die Migrationsfrage für uns so zentral. Herr Özdemir, wir haben schon gehört, dass die Einigung in der Migrationspolitik auf europäischer Ebene sich extrem schwierig gestaltet. Sie haben in der Vergangenheit auch schon mal angeregt, da vielleicht finanzielle Druckmittel zu benutzen, um unsere Nachbarn, größtenteils östlichen Nachbarn, dazu zu bewegen, da noch mal drüber nachzudenken. Wie würde denn das aussehen und was würde das mit der europäischen Solidarität machen, wenn wir zum Beispiel Strukturfonds da begrenzen? Also erstmal wollte ich, wenn ich darf, kurz eingehen auf das, was Norbert Röttgen gesagt hat. Er hat am Anfang ja gesagt, dass Deutschland auf eine europäische Position setzt, seit Italien. Das haben vielleicht nicht alle hier genau verstanden, was damit gemeint war, weil wir haben das ja auch schon mal anders gemacht. Ich erinnere an die Situation in Lampedusa damals, als wir in Italien den Untergang des Schiffes hatten und die Italiener sich hilfesuchend an Deutschland gewandt hatten. Und Deutschlands Antwort damals war, ist ein nationales Problem, kein europäisches. Also das heißt, wir sind da auch nicht ganz mit einer weißen Weste. Wir haben das da auch schon mal anders verhalten. Und in Europa ist es immer so, man sieht sie immer zweimal im Leben. Und das ist jetzt gerade kein sehr schönes Wiedersehen für uns, weil wir erinnert werden an die Zitate aus der Vergangenheit. Von daher, ich finde den Weg richtig, auf den europäischen Weg zu setzen. Kein Land alleine kann das alleine meistern. Das sieht man auch an Schweden unter Regierungsbeteiligung der Grünen, die sich ja da sehr flüchtlingsfreundlich gezeigt haben und am Ende gemerkt haben, alleine schaffen sie es nicht. Es braucht also diese europäische Solidarität. Im Idealfall über einen europäischen Verteilungsschlüssel. Wir wissen aber alle hier, der funktioniert gegenwärtig nicht wirklich. Also muss es dann für die Länder, die aus welchen Gründen auch immer sich weigern, Flüchtlinge aufzunehmen, und wir reden ja hier, Naika Furutan hat es ja gesagt, über sehr überschaubare Zahlen, muss es dann eine finanzielle Beteiligung geben. Das war mein Punkt. Vielleicht brauchen wir da aber auch neue Wege und müssen etwas kreativer sein. Es gibt ja Städte in Europa, die sich bereit erklärt haben, Flüchtlinge aufzunehmen. Also unterhalb der Schwelle des Nationalstaats gesagt haben, wir wären bereit, Flüchtlinge aufzunehmen, wenn uns Brüssel dabei hilft, was die Finanzierung angeht. Das könnte ein spannendes Modell sein, wenn die Nationalstaaten das zulassen. Sie müssen ja einverstanden sein. Und der letzte Punkt, auf den ich eingehen wollte: Wir machen in Europa meines Erachtens sehr stark den Fehler, das gilt auch für meinen Berufsstand, die Politik, dass wir uns vor allem mit der Frage der Aufnahme von Flüchtlingen beschäftigen. Das tut ja so, als ob die Tatsache, dass Menschen in ihren Ländern nicht menschenwürdig leben können, quasi gottgegeben ist oder gesetzt ist oder unabänderlich ist. Das ist es aber nicht. Es ist überwiegend Menschen verursacht. Es sind Menschen, die Kriege beginnen, das sind Menschen, die unterdrücken, das sind Menschen, die ausbeuten, das sind Menschen, die den Klimawandel verschärfen und dadurch neue Fluchtursachen schaffen. Und es sind logischerweise dementsprechend auch Menschen, die das alles ändern können, wenn sie wollen. Also finde ich, kann man nicht über die Frage der Aufnahme von Flüchtlingen diskutieren, ohne dass man über die Fischereipolitik der Europäischen Union in Westafrika diskutiert. Das sind jetzt nicht so sehr wir Deutsche, das sind Portugiesen und andere, aber es ist Teil der Europäischen Union. Man kann nicht über das Thema diskutieren, ohne über die Landwirtschaftspolitik zu reden. Also wir exportieren Produkte aus der deutschen Landwirtschaft, man würde sagen Abfälle zum Teil, in Afrika auf die Märkte, machen dort einheimische Märkte von Bäuerinnen und Bauern kaputt. Und dann gibt es natürlich auch die unangenehmeren und schwierigeren Themen. Das ist das Thema Rüstungsexporte, die Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien, einer der schlimmsten Konflikte auf der Welt vielleicht gerade in Jemen, über den wir kaum sprechen, weil wir von dort keine Bilder bekommen. Nicht, weil dort nicht schlimmstes Leid passiert, sondern weil eben dort kein Kamerateam ist, das darüber berichten kann. Also ich finde, ja, wir müssen reden über das Thema, wie wir Flüchtlinge unterbringen, wie wir sie verteilen, wie wir sie integrieren. Aber ja, wir müssen auch darüber reden, welchen Beitrag wir leisten können. Wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft zusammengenommen hat ja nun ein Gewicht in der Welt. Die kann schon auch einen Beitrag dazu leisten, dass es in der Welt anders und gerechter zugeht. Wir werden das gleich nochmal vertiefen. Herr Westerbarki, Ärzte ohne Grenzen hat sich als Organisation der politischen Neutralität verpflichtet. Ich habe auf Ihrer Webseite gesehen, dass diese Organisation in ihrer 46-jährigen Geschichte
genau dreimal sich eindeutig und offen politisch positioniert hat. Dreimal. Jetzt ist Ihnen aber vor kurzem, wenn es um die Flüchtlingspolitik der EU im Mittelmeer ging, der Kragen geplatzt. Was ist da passiert? Ja, wir haben unsere Augen jenseits der Kameras natürlich im Jemen, wo wir sprechen, Kollegen von uns warten in Djibouti auf den Einflug nach Jemen. Der Flughafen in Sanaa ist wieder geöffnet. Wir sind in Libyen und da ist uns der Kragen geplatzt, weil was meine Kollegen da schon seit Monaten sehen, ich glaube, das dämmert jetzt gerade so langsam, man hat es bei dem EU-Afrika-Gipfel in Abidjan gehört, da sind Zustände, ich glaube, wenn wir uns das wirklich vor Augen führen, wenn wir mit Menschen sprechen, die dort waren, dann kann man nur sehr schwierig sich bei der Diskussion, denke ich, an Deutschland, an nationale Interessen orientieren. Wir sehen eine Politik und da ist Deutschland mit dran beteiligt. Deutschland kann das Problem nicht global lösen, aber Deutschland muss, denke ich, seine Verantwortung auch in Libyen gerecht werden. Und Deutschland ist daran beteiligt, dass Menschen, aus welchen Gründen auch immer, in Libyen nach Libyen kommen, dort interniert werden, vergewaltigt werden, misshandelt werden, hungern. Die flüchten aus dieser Situation, schaffen es in das Mittelmeer und werden von der libyschen Küstenwache, die wir unterstützen, die der deutsche Staat mit unterstützt, wieder dorthin zurückgebracht. Und ich glaube, das ist einer der dringendsten Probleme, einer der dringendsten Dinge, die wir ändern müssen. Denn wir können nicht über Migration reden, wir reden über Flüchtlinge, die wir vielleicht im IT-Bereich einsetzen können. Das, im Anbetracht der Menschen in Libyen, die wir jeden Tag dort sehen, ist das, klingt das wie Hohn. Es sind Menschen, um die es geht und es sind nicht um IT-Spezialisten, so gute Initiativen sind. Ich glaube, wenn wir dort erstmal nicht anfangen, Unrecht zu beheben, Leid zu bekämpfen, ich glaube, dann werden auch andere Bemühungen nur als scheinheilig rüberkommen und nie das erreichen, was sie wirklich erreichen können. Jetzt sagen manche in der Europäischen Union, die Schlepper schicken die Leute auf immer kleineren Schlauchbooten mit gerade genug Benzin, ein paar Kilometer aufs Meer rauszufahren, da raus und hoffen, dass die Organisationen wie die ihre sie dann schon auffischen und nach Europa bringen und dass sie damit implizit den Schleppern sogar helfen. Was sagen Sie dazu? Ich frage mich, warum diese Menschen, die sowas sagen, nicht an die Menschen denken, die in diesen Lagern sind, in den Situationen, die ich gerade beschrieben habe. Das ist die Frage, die sich stellt. Wie kann man diesen Menschen helfen? Wir arbeiten nicht mit Schleppern zusammen, darum geht es gar nicht. Die Frage ist, wie kann man diesen Menschen aus dieser Situation helfen? Die Zahlen steigen dramatisch an. Mein Kollege hat mich vorhin noch informiert, dass wir mehr und mehr Informationen kommen, dass die Lager noch voller werden, dass noch mehr Menschen in Libyen festgehalten werden. Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Und ich verweigere mich dem Diskurs, der davon ablenken will, sondern das ist das Thema, was beantwortet werden muss. Und Ihre Antwort auf die Frage? Die Menschen müssen rausgeholt werden aus Libyen. Sie müssen aus den Lagern befreit werden. Es ist nicht die Frage, warum sie dort gelandet sind. Ich bin Arzt, wenn ich jemanden behandle oder wenn ein Chirurg jemanden behandelt, ist auch nicht die Frage, warum bist du krank geworden, warum hast du dich verletzt, du musst behandelt werden. Das ist die Notsituation, die da herrscht. Und ich glaube, ohne da richtig und ethisch zu handeln, können wir viele andere Probleme erst gar nicht angehen, weil wir können nicht über eine die Flüchtlingssituation sprechen, wenn wir dieses Problem nicht angehen. Eine Sache, die mir auch im öffentlichen Diskurs aufgefallen wird, wir sprechen immer weniger über europäische Lösungen, wir sprechen immer mehr über Fluchtursachen begrenzen. Also in die Länder gehen, wo die Leute herkommen. Und dort müssen wir einen Unterschied machen. Jetzt sagte der Chef unseres Bundesnachrichtendienstes vor kurzem, dass weltweit, und ich zitiere hier, weit über 1 Milliarde Menschen einen rationalen Grund hätten, sich demnächst auf den Weg zu machen. Jetzt, Herr Röttgen, was können wir als Europa da ausrichten? Gut, wenn man das Problem so groß beschreibt, nicht, dann ist das gewissermaßen eine Einladung zum Fatalismus. Da wird übrigens von manchen ja auch aufgenommen, gesagt, wir können da gar nichts machen, lasst uns doch auf unsere Grenzen konzentrieren, jedes Land guckt für sich und macht das. Und darum finde ich übrigens die theoretische Überlegung, wer könnte einen rationalen Grund haben, eigentlich auch nicht hilfreich und würde auch den BND-Präsidenten
dafür kritisiere ihn, weil das einen Alarmismus bedeutet, der zur Problemlösung jedenfalls nichts beiträgt. Die offizielle Zahl der Flüchtlinge, die, von der man in der UNO ausgeht, sind 65 Millionen. Jetzt kann man 1 Milliarde, 65 Millionen ist quantitativ schon eine Menge weniger, aber qualitativ heißt es Migration aus unterschiedlichen Gründen, Flucht, politische Verfolgung, Migration, also das Bedürfnis, ein besseres Leben für sich zu überleben, Bildung, medizinische Versorgung für sich, aber jedenfalls für die Kinder zu finden, das ist ein Phänomen unserer Tage. Es wird auch nicht weggehen. Und das bedeutet zum ersten Mal, dass die Vorstellung, es wäre möglich, sozusagen völlig unempathisch, die Augen zu verschließen vor dem Leid der anderen. Das ist ja auch eine, da fängt Humanität an. Verschließe ich die Augen oder nicht? Dass wir eine Insel der Glückseligen bilden könnten, angesichts dieses Drucks, angesichts der Überwindung von Grenzen, einer grenzenlosen globalen Gesellschaft, das ist eine blanke Illusion. Das ist eine blanke Illusion. Aber es nützt nicht sozusagen, aber man muss sich dieser, darum ist meine Schlussfolgerung, ist auch die grundsätzliche Streitfrage, schon die, und darum auch kein Wunder, dass das die Streitfrage unserer Gesellschaft ist. Sie haben von der Verfasstheit gesprochen als politische Entscheidung. Das ist, der Nationalismus ist wieder da. Um genau das sozusagen Angebot zu machen, wir verschließen die Augen vor der Welt, und das Gegenangebot ist ein humanitärer Verantwortungsinternationalismus. Das ist, glaube ich, der große Antagonismus, der in unseren Gesellschaften und global sich abspielt. Wenn ich nur eins noch sagen darf, ich bin absolut dafür, aus moralischen und rationalen Interessengründen, dass wir uns dieser Realität stellen. Allerdings, bei allem Respekt für Ihre ärztliche Ethik, die ich respektiere und zu schätzen weiß als Mensch, die politische Ethik, da haben Sie eben gesagt, der verweigere ich mich. Das ist auch als Arzt okay, ist nicht Ihre Aufgabe, aber die politische Ethik ist eine noch kompliziertere als die ärztliche Ethik. Ihr Ethos ist es, zu retten. Die politische Ethik bei der Situation, über die Sie eben gesprochen haben, die kann sich nicht darauf konzentrieren, sondern die politische Ethik muss fragen, wie gestalte ich diese Welt, wie gestalte ich unsere Beziehungen, um dieses Desaster, dieses unbeschreibliche Leiden zu beenden. Und Ihre Rettungstätigkeit ist individuelle Hilfe, die ich schätze und respektiere, aber sie ist nicht politische Problemlösung. Und das ist das, wo wir uns hinbewegen. Aber mit der sozusagen der überdimensionalen Beschreibung hilft es nicht, aber hilft nicht weiter. Aber auch die Reduzierung auf die sozusagen zwischenmenschliche, ärztlich-ethisch begründete Beziehung kommen wir auch nicht weiter, sondern wir brauchen eine politische. Geben Sie uns mal ein konkretes Beispiel. Herr Özdemir sprach von der Fischereipolitik. Was müssen wir, wie sieht Fluchtursachenbekämpfen aus? Also, das ist ziemlich kompliziert. Also, wenn ich es jetzt sagen könnte, die Frage kann ich nicht in einer halben Minute beantworten, vielleicht könnte ich sie nicht in 3 Stunden beantworten, aber ich gebe Ihnen ein Beispiel. In der Tat, unter ganz vielen, eines ist eine andere Handelspolitik. Das kann man in der Fischerei. Wir sind unglücklicherweise nicht das eigentliche Problem in Europa, der Handelsbeziehungen zwischen Europa und den afrikanischen Ländern, sondern es sind natürlich die Südländer, wo die Produktkonkurrenz besteht. Aber mir hat vor kurzem ein Entwicklungshelfer gesagt, als ich vor 20 Jahren, ich glaube, es war das Land Ghana, als ich in Ghana war, also nehmen wir ein westafrikanisches Land, war es. Da war die Tomatenernte, florierte, es gab Felder des Anbaus, und jetzt 20 Jahre später ist nichts mehr da, weil es alles italienische und chinesische Importprodukte in diesem westafrikanischen Land jetzt geben. Und darum ist eine Handelspolitik, die es ermöglicht, dass in afrikanischen Ländern wirtschaftliche, eigenständige Entwicklung stattfindet, die Protektion gibt. Eigentlich ist das Ziel der Handelspolitik die der Liberalisierung. Aber ich glaube, eine Schlussfolgerung aus der Migrationspolitik, die wir ziehen müssen, ist, dass so richtig es ist, ich bin für Freihandel, dass es in diesem Verhältnis auch um vernünftige Protektion nationaler
Produktion geht, weil dem internationalen globalen Handel ausgesetzt, wir die wirtschaftliche Entwicklung von diesen Ländern unterbinden und beeinträchtigen. Das ist etwas, wo wir europäische Interessen zurücknehmen müssen, um sozusagen ein gesamteuropäisches und langfristiges Interesse, auch Italiens, dass Menschen in ihrer Heimat eine Perspektive finden, zu verwirklichen. Aber das zeigt, dann sind Sie bei der politischen Ethik und der politischen Verantwortungsabwägung. Sie haben dann die Widerstände der Landwirtschaft in den betreffenden Ländern, die ihre Produkte exportieren wollen. Und das sind die realen Konflikte, die wir aber entscheiden müssen. Das ist die politische Ethik. Wir können nicht sagen, wir geben sozusagen dem unmittelbaren nationalen Druck nach, sondern wir haben eine größere Verantwortung, weil sonst wirklich die Welt kollabiert und wir zu noch ganz anderen Konflikten. Also wir müssen da Entwicklungschancen schaffen durch Freihandel. Na, Frau Furutan, helfen Sie mir mal aus. Ich glaube, es ist ja so, dass die Leute, die sich auf den Weg machen, in der Regel, das sind ja nicht die Ärmsten, sondern mit zunehmender Entwicklung eines Landes steigt die Migration erst mal an, weil die Leute ja erst mal die Ressourcen und die Netzwerke haben müssen, damit sie sich überhaupt auf den Weg machen können. Das heißt, wenn wir jetzt tatsächlich was bewirken in unserer europäischen Außenentwicklungs- und Handlungspolitik, würden wir nicht erst mal zumindest für eine Übergangsphase zusätzliche Migrationsströme dann erwarten können? Doch. Ja. Wir werden zunächst zusätzliche Migrationsströme erwarten können. Das ist aber dann trotzdem eine Frage, die dann einen direkten Effekt nochmal hat auf die Migrationspolitik. Es stellt sich ja auch die Frage, inwiefern eine gezielte Migrationspolitik die Möglichkeit einer Pendelmigration geben würde. Das heißt, wenn Menschen zum Arbeiten kommen und wissen, wenn sie zurückgehen, können sie jederzeit wiederkommen, dann ist die Frage danach, ob sie viel Ressourcen aufwenden, um ihre Familien hierher zu bringen, nochmal eine ganz andere. Denn es kann auch passieren, dass das Geld, was sie hier verdienen, was jetzt schon so ist in diesen ganzen Remittances, in den Fragen der Rücküberweisung, ja auch zum Aufbau der Infrastruktur wiederum in den Ländern beitragen. Das heißt, man kann Migration auch insofern, wenn man will, als Transferpolitik lesen. Das wäre auch etwas, was man da reindenken kann. Aber das ist halt das, was ich eben gesagt habe. Im Moment stellen sich uns ganz existenzielle, fundamentale Fragen. Denn die Frage, die damit verknüpft ist, ist natürlich die, die wir noch gar nicht im Raum stellen. Die Frage, ob irgendwann zukünftig Grenzen überhaupt noch existieren werden. Das ist natürlich etwas, was wir gar nicht aufs politische Tableau packen. Aber das ist das, wenn ich sage, über die Migrationsfrage werden Fragen an unsere gewohnte Existenz gestellt. Und es war in der Tat noch nie so sehr die Zeit für Politik wie jetzt im Moment. Wir haben lange Jahre geglaubt, es gibt so etwas wie eine wirtschaftliche Regulierung der Welt und ist Politik ein verwaltender Teil dabei. Wenn die nicht stören, dann ist gut. Und im Moment ist aber das, was wir erkennen können, ich könnte zu dem, was Sie an Handelspolitik genannt haben, auch das nennen, was Cem Özdemir mir eben gesagt hat, Klimapolitik, ein zentraler Faktor, der Migration in der zukünftigen Zeit beeinflussen wird oder nicht. Oder Bildungspolitik. Das sind alles Dinge, die sind nicht virtuell. Das sind auch ethische Fragen, aber sie sind keine Magie. Sie sind relativ konkret. Wir können damit Simulationen machen. Wir können sie einspeisen und wir müssen sie verknüpfen mit den Fragen von Werten, Normen und ethischen Mustern. Und das Schwierige daran ist, auch das hat Cem Özdemir gesagt, wir sitzen da und sagen, ach, wie ist das alles passiert? Es sind am Ende Menschen gewesen. Aber noch ist das Angenehme zu denken, es waren böse Despoten in dem und dem Land. Es wird dann schwierig, wenn sich das Ganze ganz nah an uns selbst bewegt und wir wissen, jeder Einzelne von uns hat da eine Verantwortung und das ist sehr, sehr schön. Das meine ich jetzt gar nicht in so einem normativen Gerüst. Ich sage Ihnen ein kleines Beispiel. Ich arbeite an der Humboldt-Universität. Die ist ungefähr weniger als 1 Kilometer entfernt. Womit bin ich hier hingekommen? Mit einem dicken Mercedes. Und wo habe ich geparkt? Irgendwo im Parkverbot. Ich hätte eigentlich kommen können zu Fuß und sagen können, das wird meinen Klimafußabdruck wahrscheinlich wesentlich deutlicher erhöhen. Aber ich habe gedacht, ach, es ist kalt, nachher brauche ich doch noch das Auto. Ich fahre und das ist mir bequemer. Wenn mir jetzt jemand auf der Straße etwas zu meinem Klimaabdruck sagt, bin ich sauer auf den, obwohl ich genau weiß, dass er recht hat. Und wenn Sie mich fragen würden, würde ich sagen, ich bin absolut ein bewusster Klimavertreter. Das heißt, diese ganzen Ambivalenzen, die entstehen in
uns selbst, weil wir es sind, die falsch leben. Das ist es, was uns gerade so aggressiv macht, was die ganze Spannung in unseren Ländern kanalisiert auf die Gruppen, die dort sind, die gefälligst dort bleiben sollen, wo sie sind. Das ist natürlich ein größeres Thema. Frau Bartisch, ich möchte... Herr Westerbacki, ich wollte Sie noch mal fragen. Sie sind ja viel unterwegs in dem, was wir Herkunftsländer nennen. Ja, erzählen, was treibt denn die Leute da um? Ich möchte noch kurz mich bei Herrn Röttgen bedanken, weil er das sehr gut beschrieben hat, den Unterschied zwischen unserer Ethik und der politischen Ethik. Und ich glaube, Sie sind in einer viel, viel schwierigen Situation, Entscheidungen zu treffen. Unsere Entscheidungen sind relativ klar. Die Politik und die politische Ethik aber muss Entscheidungen treffen, die Menschen, die Einfluss, die Wirkung auf Menschen haben. Und diese Wirkung, ich glaube, die können wir als Organisation, weil wir eben in Herkunftsländern sind, Transitländern aktiv sind, auf dem Mittelmeer, sehr gut sehen. Und das verstehen wir als unsere Aufgabe. Also Ihre Politik muss sich sozusagen an unserer Rückmeldung messen, weil es eine Politik ist, die nicht als Primärziel hat, dass es einen freien Handel gibt, sondern die als primäres Ziel haben muss, dass es Menschen gut geht. Und das ist eine große Herausforderung. Und insofern, ja, wir bieten keine Lösung an, aber wir hoffen, zu einer Lösung beizutragen, indem wir ein Feedback geben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es gibt keine Kameras in jedem, Sie haben es gesagt. Es gibt wenig Kameras im Südsudan. Ich war im Januar noch da. Da sind viel mehr Flüchtlinge im Jahr 2016 in Uganda angekommen aus Südsudan als in der ganzen Europäischen Union. Also ich glaube, es ist für uns wichtig, Informationen, Realität zu teilen. Und das werden wir nicht müde zu tun und Ihnen sozusagen damit auf den Geist gehen, Sie daran erinnern. Und die schwierigen Situationen, Entscheidungen, vor denen Sie stehen, zu informieren und hoffentlich im Sinne dieser Menschen auch zu treffen. Vielleicht um das anschließend an das, was Herr Westerbacke gerade gesagt hat. Wenn man das alles zusammenfasst, ist es dann nicht richtig und wäre es dann nicht fair zu sagen, dass die Bekämpfung von Armut und Ungerechtigkeiten in der anderen Welt dazu führen muss, dass in unserer Welt Opfer gebracht werden müssen, also dass der Wohlstand sinkt, dass wir uns einschränken müssen. Das ist die Frage, die aus dem Publikum kommt, die wir mitnehmen wollen und müssen. Entschuldigung, ich habe verstanden, 4, sorry. Also vielleicht speisen wir die ein und dann, Entschuldigung. Ich würde gerne was dazu sagen, man kann so vielen Menschen wunderbar helfen, wir tun das als Organisation. Ich glaube, wir nehmen hier in Deutschland gar nichts weg, wir geben sogar eher ganz viel wieder. Bevor es zu der Extremsituation kommt, die in der Frage suggeriert wird, das ist ein ganz, ganz langer Weg, da sind wir noch sehr weit von entfernt. Wir können ganz viel helfen, bekommen viel zurück, bekommen IT-Engineers zurück. Also ich glaube, da gehen wir erstmal einen ganz anderen Weg, der sehr viel Spaß macht, der sehr viel Schönes bringt und ich glaube, es muss Aufgabe von uns gemeinsam sein, diese Angst, die vielleicht auch nachvollziehbar ist, durch Realität zu widerlegen, durch gute Pläne und Kreativität und durch Mut zu widerlegen. Lassen Sie mich noch mal einen Schwenk jetzt zur Außenpolitik machen. Ist ja, unsere Außenpolitik ist ja nicht nur Flüchtlingspolitik, aber wenn wir uns anschauen, Herr Özdemir, wovon die Leute eigentlich weglaufen, dann sind das schon zu großen Teilen auch konventionelle Kriege. Bürgerkriege, Religionskriege, die sich in unserer Nachbarschaft tragischerweise abspielen. Wir haben jetzt, wenn wir über Fluchtursachen bekämpfen geredet haben, über Handelspolitik geredet und Klimapolitik. Hat das auch eine härtere außenpolitische, sogar eine militärische Komponente? Müssen wir manchmal als Europäer, auch als Deutsche, beherzter eingreifen, um solche Krisen hoffentlich etwas früher einzudämmen, damit es eben nicht zu all diesem Elend und dann auch zu diesen Flüchtlingsströmen kommt. Das tun wir. Also, als wir regiert haben, 7 Jahre unter Rot-Grün, haben wir uns dem ja nicht entzogen. Das ist manchmal als Ultima Ratio, nehmen Sie den Völkermord im ehemaligen Jugoslawien. Wir hatten ja jetzt jüngst wieder Kriegsverbrechertribunal, die Selbsttötung des kroatisch-bosnischen Militärs. Das ist ja eine Spätfolge dieses Völkermords, der Nachfolgekriege im ehemaligen Jugoslawien. Da haben wir es uns nicht leicht gemacht, aber wir haben eine Situation vorgefunden. Man darf das nicht schönreden, wo man sich schuldig macht, aber durch ein Nicht-Eingreifen noch schuldiger macht. Es gibt manchmal in der Politik Situationen, wo es nicht richtig und falsch gibt, sondern wo man 2 Alternativen hat. Eine, die wahrscheinlich falsch ist, und eine andere, die ist noch falscher.
Das ist eigentlich die schwierigste Entscheidung in der Politik. Und das in Bosnien war so eine Entscheidung. Und da kann man sich dann meines Erachtens auch nicht davor drücken. Trotzdem würde ich sagen, das ist immer die Ultima Ratio, wenn alles andere versagt. Denn die Aufgabe der Politik ist es, dafür zu sorgen, dass man vor dieser Alternative nicht steht. Also zu antizipieren, wo ist das Afghanistan von morgen? Und zu verhindern, dass wir vor einer Situation wie beim 11. September stehen. Das ist doch die große Aufgabe. Ich will, wenn ich darf, kurz noch sagen, Norbert Röttgen hat auch da recht, was die Handelsabkommen angeht. Nur die haben wir jetzt gerade geschlossen, weitgehend. Es gibt nur noch wenige Länder mit Afrika, wo wir sie nicht geschlossen haben. Wir schließen genau die Abkommen, vor die er gerade mit überzeugenden Argumenten gewarnt hat. Also, das heißt, wir machen das Gegenteil von dem, was als Erkenntnis hier weitgehend dabei ist. Das bedauere ich sehr. Ich will vielleicht abschließend sagen, wir kommen ja, glaube ich, langsam zum Ende. Hier ist sehr viel Richtiges gesagt, deshalb will ich auch das nicht wiederholen, sondern vielleicht nur einen Aspekt versuchen einzuführen. Was ich mir wünschen würde von der europäischen Entwicklungspolitik, Außenpolitik und natürlich auch von unserer Deutschen, das ist, dass wir auf den wichtigsten Bestandteil zur Veränderung auf der Welt setzen. Das ist meines Erachtens die Frau. Und ich will das versuchen, die Frau. Ich will das begründen. Ich glaube, man kann das auch ökonomisch belegen. Zugang zu Bildung für Frauen, Zugang zu Arbeit für Frauen, Zugang zu Verhütung für Frauen und übrigens auch Zugang zu Macht für Frauen, zu Entscheidungsstrukturen für Frauen. Das ist der Hebel, wenn wir was auf diesem Planeten ändern wollen. Wenn wir dafür sorgen wollen, dass es weniger Krieg, weniger Unterdrückung gibt. Es gibt Untersuchungen darüber, dass Frauen mit Geld vernünftiger umgehen. Männer haben da manchmal so kurzfristige Anliegen, über die ich jetzt nicht weiter was sagen möchte in einer Bank. Und Männer dagegen und Frauen dagegen legen das Geld oft nachhaltiger an, in Dinge, die was mit Wertsteigerung zu tun haben, Stichwort Bildung beispielsweise und Qualifikation. Also, glaube ich, muss das künftig der entscheidende Hebel der Entwicklungspolitik, der Außenpolitik, der Wirtschaftspolitik, von allen Politikbereichen sein. Es hat auch was, da haben wir jetzt keine Zeit mehr dafür, mit der Entwicklung der islamischen Welt meines Erachtens zu tun. Wenn sie den Platz einnehmen soll, der ihr zusteht auf diesem Planeten, dann wird es nur gehen, wenn die 50% Gehirn, die zum Teil in manchen Ländern gegenwärtig nicht genutzt werden dürfen, ausgeschaltet werden, wenn die mitgenutzt werden. Nur so werden wir eine Situation bekommen, die diese grundlegenden Stellschrauben in Angriff nimmt. Das hört sich super an und glauben Sie mir, wir stimmen dem ja auch völlig zu, aber wie realistisch ist denn das, wenn die Europäische Union oder die deutsche Bundesregierung jetzt, sagen wir mal, im Iran ankommt oder in einem anderen Land in diesem Teil der Erde und sagt, ihr müsst jetzt aber wirklich mal eure Frauen fundamental anders behandeln. Was passiert dann? Naja, im Moment will ich einfach nur sagen, haben wir gerade einen Bundestag, der besteht aus 70% Männern. Also insofern ist das auch ein Skandal. Wenn wir 50% der Wählerschaft stellen, ist es ein Skandal, dass wir nicht 50% im Parlament sind. Diese Fragen, die sind überall, werden sie verhandelt. Und natürlich ist das im Iran noch mal eine andere Frage als hier, in der Tat. Aber für mich ist eigentlich das Deprimierende jetzt im Moment aus dieser Situation das, was Cem Özdemir eben gesagt hat, dass wo in beiden Fällen diese Einigkeit besteht, dass genau diese Handelspolitik etwas ist, was uns in zukünftigen Jahren noch beschäftigen wird mit diesen dramatischen Folgen. Und dann sitzen zwei Menschen, von denen wir als Wähler und Wählerinnen denken, das sind Entscheidungsträger. Und da entsteht dieser Fatalismus, naja, wir haben sie gerade abgeschlossen, da kann man jetzt nichts dran ändern. Und wir wissen dann nicht mehr, an wen können wir das richten. Deswegen fand ich das so interessant, was Sie gesagt haben. Ihre Rolle besteht gar nicht darin, das zu reflektieren, was diese Menschen können, sondern Ihre Rolle besteht darin, eine Rückmeldung zu geben, wo was schiefläuft. Und natürlich erhöht das dann die Erwartungshaltung an die Politikerinnen und Politiker. Ich will gar nicht in deren Haut stecken, aber das ist nun mal unsere Aufgabe als Bürgerinnen zu sagen, wie kann so etwas passieren, dass es von überall Informationen und Expertisen gibt und diejenigen, die die Entscheidung haben, diesen Vertrag zu unterschreiben, nicht ihre Unterschrift zurückziehen. Das ist das, was für uns so schwer zu erklären ist und wahrscheinlich zu Politikverdrossenheit in manchen Punkten führt. Natürlich sind sie dann auch nicht als Einzelakteure wahrscheinlich in der Lage, aber an wen muss man sich wenden? Allah, mach etwas. Also ich weiß nicht, was wir machen sollen, wenn nicht die, an die wir glauben, diese Kraft haben. Herr Röttgen, also unsere Außenpolitik ist
ist noch nicht mal im Einklang mit unseren eigenen Interessen, wenn wir sie richtig und langfristig definieren. Ja, genau das ist der Punkt. Okay. Genau das ist der Punkt. Ich wollte nur nicht versäumen, Cem Özdemir zwei Komplimente zu machen. Erstens für die Richtigkeit seiner Aussagen zur Frauenpolitik. Zweitens das Kompliment, dass er diese Antwort gegeben hat auf die Frage, ob wir mehr militärische Einsätze brauchen, um auch in der Flüchtlingspolitik erfolgreich zu sein. Das werde ich mir merken. Aber ich wollte zu diesem undankbaren Aspekt noch kommen, den Sie genannt haben, nämlich sicherheitspolitische Instrumente, militärische Fähigkeiten, also das Unangenehme und Undankbare, was da ist, um eine werthafte Realpolitik zu machen. Ich glaube, diese Spannung ist es, die wir verwirklichen müssen, die dann unsere Interessen dient. Ich glaube, um es hier auch so zu sagen, wir brauchen mehr Diplomatie, mehr humanitäre Hilfe, mehr eine andere Handelspolitik. Wir brauchen eine Kurskorrektur. Darum ist der Verweis auf das, was ist, glaube ich, das kann nicht das letzte Wort sein. Aber wir brauchen dafür auch ganz andere europäische sicherheitspolitische Fähigkeiten, militärische Fähigkeiten. Sie haben eben von Libyen gesprochen. In Libyen wird es nach meiner Einschätzung keine Lösung geben ohne militärische Fähigkeiten. Es ist ein Nichtstaat. Dort haben Gruppen, Banden, Ethnien, wie Sie die auch immer nennen wollen, sozusagen die Funktion des Staates übernommen, die daraus ihr Geschäft machen. Es wird zu lange dauern, in Libyen selber einen sich selbst organisierenden Staat mit einer Staatsgewalt zu schaffen. Das wird zu lange dauern. Es gab das übrigens noch nie in diesem Land, also noch nie, jedenfalls in den letzten Hunderten von Jahren. Selbst unter Gaddafi war das nicht anders. Er hat halt eben eine brutale Macht aufgesetzt, aber keinen Staat geschaffen. Das heißt, wenn wir wirklich tragfähig etwas machen wollen, dann wird es nicht auch ohne diese am Ende militärischen, um diese Hardware-Fähigkeiten von Europa gehen. Und auch dort muss Europa entstehen und werden. Ansonsten werden wir unsere Interessen nicht vertreten können. Und das ist die Idee ist ja nicht ganz neu. Also die europäische Idee einer gemeinsamen Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik ist ja über 15 Jahre alt. Warum ist denn das so schwer? Das ist erstens, weil der, aus zwei Gründen. Erstens, weil Verteidigung, Armee in allen Ländern, Deutschland ist ein Sonderfall, in allen anderen Ländern als der Kernausdruck des Staates gilt. Und das ist in der Vorstellung von vielen, der Franzosen wie der Briten vor allen Dingen, sagen nicht, sozusagen, diese Souveränität ist nicht zu teilen, sondern sie muss eine staatliche bleiben. Zweitens haben wir doch erst seit einigen Jahren, finde ich, hat sich die Welt verändert. Seit wenigen Jahren, wo der Druck von außen kommt. Wir haben erst seit einem Jahr einen isolationistischen amerikanischen Präsidenten. Die vorherige US-Politik war konträr, absolut konträr. Wir haben diesen neuen Nationalismus ökonomisch und außenpolitisch jetzt dort. Wir haben erst seit 4 Jahren Wladimir Putin, der eine aggressive Außenpolitik betreibt. Wir haben erst das, was dieses Überschwappen der Konflikte aus dem Mittleren Osten zu uns im Grunde genommen erfahren in der Flüchtlingskrise. Das heißt, die Zeitspanne, historisch betrachtet, in der sich die Welt für die Europäer so verändert hat, dass wir uns ändern müssen, das ist historisch betrachtet eine relativ kleine Zeitspanne von vielleicht 4 Jahren. Aber die Wirklichkeitsveränderungen sind revolutionär und die Europäer im Gegenzug dazu werden introvertierter, egoistischer, teilweise nationalistischer und berauben sich damit ihrer eigenen Grundlagen, sich zu behaupten unter diesem neuen. Zu dieser Realitätsveränderung kommt ja noch eines dazu. Großbritannien alleine stemmt 25% der Rüstungsausgaben in der Europäischen Union und hat 25% also aller einsatzbereiten Kräfte in seiner Armee. Jetzt bleiben uns noch die Franzosen, die ein gutes Heer haben und auch ein bisschen Weitsicht. Muss Deutschland jetzt mehr tun? Also wenn man mehr tun misst mit Rüstungsausgaben, wird man, glaube ich, dem Problem nicht gerecht. Also da bin ich jetzt wahrscheinlich zu sehr Schwabe. Das Motto ist nicht viel hilft viel,
sondern man muss sich jedes einzelne Projekt anschauen. Wenn man Soldaten nach Mali schickt, dann ist klar, da müssen sie angemessen ausgestattet sein, da müssen sie für ihre Sicherheit sorgen können. Die Hubschrauber, die sie haben, die müssen flugfähig sein, die müssen gewartet sein. Das alles gibt es nicht zum Nulltarif. Und so haben wir bei den Jamaika-Gesprächen, sind wir da rein als Grüne pragmatisch, ein abstraktes 2%-Ausgabeziel der NATO würde den Haushalt gegenwärtig sprengen, würde dazu beitragen, dass wir keinen ausgeglichenen Haushalt hätten. Was haben wir gemacht? Auch da think different. Wir haben gesagt, für uns ist Entwicklungshilfe auch eine Art von Prävention. Also sagen wir, für jeden Euro, den wir zusätzlich in Rüstung ausgeben, wollen wir genau denselben Betrag in Entwicklungshilfe ausgeben. Das hatten wir dort ausverhandelt. Also jeder Euro, der zusätzlich in Rüstung geht, muss gebunden werden mit einem weiteren Euro in Entwicklungshilfe. Das führt zu zweierlei. Das führt dazu, dass man erstens mehr für Entwicklungshilfe ausgibt. Es führt aber auch zu einer Aufgabenkritik. Es führt dazu, dass man sich zweimal überlegt, wie viel man ausgibt. Und ich bin fest davon überzeugt, 27 verschiedene Verteidigungspolitiken sind nicht das Mittel der Wahl. Damit wird man, glaube ich, niemanden beeindrucken können. Wir geben als Europäische Union die zweifache bis dreifache Menge dessen aus, was die Russen für Verteidigung ausgeben. Und trotzdem wird mir, glaube ich, jeder hier zustimmen und jede hier zustimmen, dass das nicht dazu führt, dass unsere Verteidigungsfähigkeit doppelt und dreifach so groß ist wie die russische. Also ist die entscheidende Stellschraube doch nicht nur das Geld. Ich sage ja nicht, dass es nicht das Geld ist, aber ich sage, es ist nicht nur das Geld, sondern es hat offensichtlich auch was damit zu tun, dass unsere Verteidigungspolitik gegenwärtig doch primär in den meisten Mitgliedsländern dazu dient, eine nationale Rüstungsindustrie aufzupäppeln. Der Zweck sollte allerdings sein, unsere Verteidigungsfähigkeit effektiv zu gewährleisten. Und da bin ich beim Pooling und Sharing. Ich habe das vorher in meinem Eingangsstatement gesagt. Europa braucht keine 17 Kampfpanzer. Europa könnte sich auf keinen Kampfpanzer verständigen. Europa muss dafür sorgen, dass unsere Armeen europäisch handlungsfähig sind, dass die Waffensysteme aufeinander abgestimmt sind. Da können wir dann mit dem Geld wesentlich effektiver umgehen. So, Entwicklungspolitik als Sicherheitspolitik, Entwicklungspolitik, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Machen Sie sich manchmal ein bisschen Sorgen, wenn Sie das hören, dass Entwicklungshilfe hat ja ursprünglich mal einen anderen Gedanken, nämlich wirklich denen zu helfen, die es am meisten brauchen. Machen Sie sich ein bisschen Sorgen manchmal, dass das zu sehr instrumentalisiert wird jetzt? Ja, große Sorgen. Wir haben gestern kurz darüber gesprochen. Gesundheit wird auf einer Sicherheitskonferenz in München als mögliches Friedensmittel gesehen. Und das folgt dazu, dass zum Beispiel bei einer Ebola-Epidemie, das wird nicht den Menschen geholfen, die nicht mobil in irgendwelchen Dörfern erkrankt, sondern die an den Grenzen sind und vielleicht Grenzen überschreiten können. Also eine Gesundheit, die sich an Sicherheit oder Gesundheitsversorgung, die sich an Sicherheit orientiert, wird nie den Prinzipien und dem ethischen Anspruch von medizinischem Handeln gerecht werden. Und bei der Entwicklungshilfe ist es ähnlich. Momentan, wenn wir sehen, was läuft unter Entwicklungshilfe, Grenzzäune bauen und ein Auffanglager, das ist natürlich eine Entwicklungshilfe, die nicht zu einer Sicherheit führen wird. Und ich glaube, eine Grenze, vor der sowas passiert, wie was in Libyen passiert, eine Grenze, an der was passiert, was gerade in Lesbos passiert, das sind unsichere Grenzen. Die Menschen leiden dort und ich glaube, deren Reaktion ist nicht vorherzusagen. Eine Radikalisierung ist möglich, ist große Enttäuschung, großer Frust. Ich glaube, auch Sicherheit kann nicht nur durch militärische Mittel geschaffen werden. Es muss manchmal, auch wir haben 1994 Genozid in Ruanda zu einer militärischen Lösung aufgerufen. Das ist eine Option, die, glaube ich, nicht komplett vom Tisch gewischt werden kann, aber sie sollte auch nicht vor lauter Säbel rasseln. Viele einfache, viele naheliegendere Lösungen im Rahmen der Entwicklungshilfe, im Rahmen der humanitären Hilfe, die noch direkter eingreift, Sicherheit auch zu schaffen. Ich glaube, wir könnten das noch stundenlang weiter diskutieren. Wir dürfen aber nicht. Wir sind nämlich am Ende unserer Stunde leider schon angekommen. Und deshalb lade ich Sie, meine Damen und Herren, jetzt alle ein, mit mir zusammen unseren Referenten hier zu danken.